So, der Kapitän vom FC Lauingen, Markus Enzoli, ist da. Markus, harte Nuss heute im Derby. Höchstädt hat sich als schwerer Gegner erwiesen. 1-0, der Elfer musste herhalten. Wie hast du das Spiel gesehen, deiner Mannschaft? Ja, also ich glaube, wir sind ganz schwer in die Partie gekommen. Die ersten 45 Minuten waren viel Kampf, wenig Spiel. Hatten sogar Glück, dass Höchstädt nicht das 1-0 macht. Zweite Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen, ist ein bisschen besser geworden. Haben dann hinten raus Glück, dass wir das 1-0 durch den Elfmeter machen, aber ja, können uns nicht beschweren, wenn es auch unentschieden wird. Ja, jetzt habt ihr, ich schaue es mal gerade an, jetzt habt ihr 28 Punkte. Ihr wollt natürlich wieder zurück in die Bezirksliga, seid auf einem guten Weg? Ja, definitiv. Also vor der Saison, wenn uns jetzt jemand gesagt hätte, dass wir 28 Punkte aus 10 Spielen holen, da hätten wir wahrscheinlich gesagt, ja klar, täten wir gerne, aber haben sie es nicht unbedingt für realistisch gehalten. Wir wollten natürlich oben mitspielen, das war immer noch unser Saisonziel. Und die alte Fußballerphrase, wir schauen einfach von Spiel zu Spiel. Und macht 2 Euro in die Schwammsockerkasse. Und Markus, trotzdem herzlichen Glückwunsch zum Derby-Sieg, zur Tabellenführung, und dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr wieder. Danke dir. Ja, der Gästetrainer René Böhm. René, ja, kämpferisch alles reingeworfen heute im Derby hier in Lauingen. Hatte sogar die erste große Chance im Spiel. Und in der 88. bekommt er dann den Elfer und geht hier mit leeren Händen heim. Bitte die Niederlage. Zunächst, wenn man es sieht, ist es eine bittere Niederlage, ganz klar. Aber wenn man das ganze Spiel insgesamt sieht, plus die Auswechslung oder Einwechslungen von Lauingen, da haben wir einfach die Qualität nicht in der Breite, um da mitzuhalten. Und hinten aus wird es halt für uns dann immer eng, obwohl wir konditionell, haben wir heute gesehen, wirklich stark sind. Aber wir haben einfach die Qualität, dann nicht nochmal was einzuwechseln, um dann den letzten Lucky Punch eventuell zu setzen. Und dann kriegt man halt dann so ein Tor eventuell. René, ihr als Aufsteiger natürlich das Ziel, die Klasse zum Halten. Mit der Leistung heute sollte das eigentlich jetzt nicht das große Thema sein, oder? Ja, es ist immer schwierig. Es ist immer schwierig, man spielt gut und verliert trotzdem. Und das ist hinten raus, fehlen einem die Punkte. Und dann reicht es halt doch nicht. Dann ist man ein toller Verlierer, man hat gut mitgehalten. Aber wir müssen einfach die Punkte holen. Und nur mit Punkte bleiben wir in der Liga. Das Problem ist, hat sich heute mein Kapitän noch verletzt. Wir werden jetzt am Sonntag mit der allerletzten Notelf auftreten müssen. Muss man jetzt auch taktisch wieder was einfallen lassen, aber wir wollen einfach positiv bleiben und schauen, dass wir es so gut wie möglich hinkriegen, dass wir aus dem Wochenende zumindest doch noch ein Pünktchen vielleicht mitnehmen können. René, Gratulation zu der Leistung, leider keine Punkte, aber wir wünschen euch natürlich in Sachen Klassenhalt alles Gute und dann sehen wir uns. Thomas Holzapfel, Derby-Sieg 1-0, war eine harte Nuss? Absolut, ja, überraschend hart, also dass die defensiv gut stehen, war mir fast klar, weil die sehr gut eingestellt waren, haben wir relativ hart gespielt, auf das war ja aber auch eingestellt, wir haben dagegen gehalten, dass wir wenig Chancen kreieren, war fast ein bisschen zu wenig heute, vom Mittelfeld war heute nicht ganz so präsent wie sonst, meine Abwehr ist sehr, sehr gut gestanden, bis auf die eine Schusschance in der ersten Halbzeit. Vorne waren wir auch nicht ganz so torgefährlich, aber gut, wir können nicht jedes Wochenende einen Gala-Auftritt hinlegen. Es kostet auch viele Körner und heute haben sie uns wirklich alles abverlangt, aber wir haben trotzdem mit einer eindeutigen Elfmeterentscheidung, glaube ich, zugunsten für uns das 1-0 gemacht und sind glücklich über die 3 Punkte. Ein bisschen glücklich, klar, aber insgesamt, meine ich, war es in Ordnung und so gehen wir jetzt in den Sonntag rein. Ja, jetzt habt ihr 28 Punkte. Ziel ist natürlich, wir haben es angesprochen im Vorinterview, ja, der Aufstieg zurück in die Bezirksliga, seid auf einem guten Weg? Ja, die Vorrunde momentan jetzt mit 10 Spiele, 28 Punkte, 11 Spiele, 10 Spiele, war natürlich überragend, hätte ich unterschrieben, bevor es losgegangen ist, aber es ist noch ein langer, langer Weg und die Dillinger bleiben dran. Ich glaube auch, dass das auf längere Sicht der ernsthafteste Verfolger von uns sein wird. Wir haben die Gott sei Dank nur zu Hause und da können wir die Weichen stellen. Aber bis zu dem Zeitpunkt wollen wir noch die Vorrunde so gestalten, dass wir so wenig wie möglich liegen lassen. Nur 2-3 Siege einfahren, wenn es geht, um dann hier mit vielleicht einem kleinen Vorsprung in den Winter reinzugehen. Thomas, herzlichen Dank für die Spielbegleitung. Glückwunsch zum Derby-Sieg und dann sehen wir uns im Laufe der Saison. Danke dir.